Also wir sind hier in Moskau, wo Sie in wenigen Stunden den Wladimir Putin treffen werden. Was ist denn Ihre Hauptmessage an den doch sehr umstrittenen russischen Präsidenten? Naja, neben unseren bilateralen Beziehungen, die traditionell gut zwischen Österreich und Russland sind, geht es natürlich um das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland. Da ist mein Zugang, mein Ziel immer gewesen, Spannungen abzubauen, denn Friede auf unserem Kontinent wird es nur mit und nicht gegen Russland geben können. Und darüber hinaus natürlich gibt es mehrere Krisenherde, wo Russland eine starke Verantwortung hat. Die Ukraine, aber auch Syrien. Werden Sie bezüglich Syrien, da blockiert ja Russland nach wie vor eine UNO-Sicherheitsresolution, obwohl in Ghouta zigtausende Menschen eingekesselt sind, da intervenieren oder versuchen zu appellieren, dass sich Wladimir Putin, also dass Russland im UNO-Sicherheitsrat da jetzt mitstimmt mit dem restlichen Staat? Wir sind froh, dass der Sicherheitsrat aktiv geworden ist, aber es braucht vor allem eine Verbesserung der Situation für die Menschen vor Ort. Die Lebensbedingungen sind dramatisch und es braucht dringend ein Ende des Blutvergießens. Und hier hat Russland eine starke Verantwortung, die werde ich auch einfordern. Und ich hoffe, dass der Dialog mit Russland hilfreich sein kann, damit wir in diesen internationalen Krisenherden auch gemeinsam agieren können. Es hat ja Syrien-Gespräche in Wien, aber auch in der Schweiz gegeben. Aus meiner Sicht muss man schnell wieder an den Verhandlungstisch zurück. Wollen Sie wieder Gespräche nach Wien holen? Das ist eine Option. Wichtig ist, dass verhandelt wird und nicht gebombt wird. Das muss unser Ziel sein.